Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wow, diese Aussicht. So cool. ich habe ein paar Einstellungen nochmals verändert in der GameCFG im Regnum-Ordner. Und diesmal sind die Objekte weiter zu sehen. Wenn man das jetzt hier runter geht, da kommt bald das Tor. Da. Also ihr seht, die Objekte seht ihr schon weiter weg. Was nicht geht, sind die Kreaturen. Also die Kreaturen, die kommen immer noch erst spät. Da weiß ich jetzt nicht, was man da alles noch einstellen muss. Also wie viel sind das? 100 Meter ungefähr. Das ist immer noch gleich. Also ich habe viele Parameter eingestellt und nie war eine für die Objekte, für die ja einfach für die Monster und so zuständig, für die Personen. Schade. Nun gut. Wir machen jetzt den Jäger weiter und der Jäger hat hier den Trainer. Mal schauen. Ja, wir haben fast keine Disziplinpunkte. Weder Geist. Aha. Da brauchen wir da noch einen. Jo, hier können wir leider nichts machen. Jetzt muss ich einfach schauen, wo ich die Sachen abgeben muss. Gebt scharfe Klaue an Rocke oder Rockhand. Die ist ja da vorne, das weiß ich. Seit einem der vorherigen Parts. Weil die Quest ja kaputt ist. So, nehmen wir diese Quest gerade gleich mal an. Und zum Beispiel diese hier. Alte Mumien. Da drin ist auch noch eine. Okay. Dann tun wir noch eine Reichsquest annehmen. So. Weil der Jäger eben gut ist zum Erkunden und so, möchte ich das für das Reich Ignis machen, dass die anderen sehen, wo angegriffen wird und so. Zum Beispiel die Quest hier. Ja, wohin? Da drüben, okay. In Alaed. Wir haben ein paar Items, aber die sind wahrscheinlich noch ein bisschen hochlevelig. Mal die Sachen verkaufen, genau. Das ist eine gute Idee. Ja, wie viele Leute sind hier? Gott, oh Gott. Endris kenne ich nicht. Und die andere ist weg. Okay, die hat sich wahrscheinlich ausgelockt. So. Der Quarzstein. Mumienlumpen. Kampfaxt. Rote Stachel. Brillant. So. Okay. Wie viele Sachen habe ich hier? Alles verkaufen. Weg da. Gut. Ich bin reich. Accountlager. Dann schauen wir mal, was wir rausnehmen können. Hier. Ja, den hier. Ah, abholen. Der Kampfbogen ist für Level 33, den können wir mal lagern. Für Level 15, für Level 36, 37. Also die Hochleveligen werden wir einlagern. Und zwar ist das der 36er. Und 37. Haben wir dann hier noch etwas Großes, aber ich denke nicht. Nein, scheinbar nicht. Ja, dann haben wir das. Und jetzt gehen wir mal questen. Sollen wir die alten Mumien angreifen? Die sind gleich hier. Ja. Die sind ja auch nicht so schwer. Die sind wahrscheinlich sogar... Ja, die sind blau.
Also, haben wir nicht einen Langbogen jetzt? Ja, dann gehen die eigentlich auch gar nicht. Der geht, Aufklärung geht, Kurzbögen. Wir müssten eigentlich umskillen, hä? Naja, die töten wir jetzt noch. Ja, ich muss Kurzbögen tragen. Oh! Option Audio, bisschen höher stellen. Jetzt ist es plötzlich sehr laut. Es freut mich, dass Sprint, ich glaube, heißt Sprint, vom Barbar wieder ein bisschen im Cooldown reduziert wurde. Ja, weil schon ein bisschen lästig war. Und jetzt auch noch ein paar andere Sachen, aber der Patch am 6. war richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob es so ein Vorpatch ist oder keine Ahnung. Vor allem nichts für meinen Geschmack. Ich habe nur so schwache. Ja, dann nehme ich den hier, oder? Ja. Dann müssen wir gar nicht umskillen. Alte Mumie, alte Mumie. So. Schon lange nicht mehr gespielt. Finde ihn jetzt gerade ein bisschen schwach noch. Ich hoffe später dann nicht mehr. Da könnten wir uns fast nach Iberia schauen. Aber es ist nur ein schwarzer Fleck dort. So. Komm, schneller killen, ich habe fast kein Leben mehr. Die machen recht viel Damage. Okay, im zweiten Anlauf können wir es dann schaffen. Level up haben wir auch bald, sehr gut. Uraltes Skelett, Mumie. Wir sind gerade keine uralte Mumien mehr. Aber es gibt hier unten dann noch einen Platz, wo die sind. Ah, oh, hier sieht man sogar dieser Vulkan. Ah, eine Art Vulkan. Eine Fontäne, eine, also ein Lavafall. Ja, heil dich mal. So. Also, dann sind wir wieder geheilt. Jetzt können wir wieder suchen. Mal das einsetzen, damit wir schneller laufen. Ja, das sind ganz viele. So, dann greifen wir mal an, Panther. Ah, gute Reichweite haben wir mit diesem Bogen, aber er ist auch langsam wahrscheinlich. Mittel, okay. Dass ein Langbogen schneller ist als ein Kurzbogen. Wäre nicht so gut. Bring nix. Aha. Ich finde den Nix-Segel eigentlich recht amüsant. Er ist nicht höher, viel höher als mein Barbar, aber macht schon richtig gut bei Reichsschlachten mit, obwohl er eigentlich keine Chance hat. Und
Aber eben, ich möchte jetzt den Gegnern nicht allzu viel bieten. Sonst könnten sie immer auf mich losgehen. Könnte ich auch nicht in Ruhe leveln, wahrscheinlich, weil sie mich immer suchen. Als Opfer auserwählen. Ja. Also, wir haben das geschafft. Easier als für möglich gehalten. So. Jetzt gehen wir nach oben. Wir können noch nicht. Mal kurz die Map anmachen. Ja, wo müssen wir hin? Nach Allahed. Engwe. Wo ist Engwe? Ja, wenn wir jetzt hier oben keine Quest. Ja, wir haben es sicher nicht. Dann gehen wir. Wir gehen nach Allahed. Und tun dort die Reis-Ding mal annehmen. Und ja, davor hier bei der Arena diese Quest machen. Die untere lohnt sich jetzt gerade noch nicht. So. Ah, schöne Aussicht. Ich weiß nicht, wieso es dort drüben blauer Schnee ist, aber da sieht man sogar die Insel auf der anderen Seite des Kontinentes. Wahnsinn. Da ist das Startgebiet der Syrten. Und wenn man jetzt hier irgendwo hinter dem Berg sehen kann, kann man auch das Startgebiet. Ja, das ist ungefähr das Startgebiet der Eisen. Wahnsinn. Ein Überblick über all die coolen Gebiete hier. Von Nord bis Süd, von Ost bis West. Wir müssen hier was töten. Verwesende Leiche. Oh, das sind die Scheiße. Die sind richtig scheiße mit den Feuerbällen. Aber die haben auch nicht so viel Leben. Nein, bitte nicht. Nein, nein. Aua. Das hat weh getan. Ah, 5 von 10. Okay, da haben wir schon mal angefangen. Da ist zum Beispiel noch einer. Durch die Büsche. Wir greifen durch die Büsche. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein, nicht allzu viel angreifen, weil sie eben plötzlich einen Schaden anrichten. Okay, der hat jetzt weniger. Ja, okay, wir müssen aber trotzdem heilen. Ah, nein. Sehr schön. Süße 16. Jetzt können wir da die Gamaschen antragen. Und diese hier könnten wir fortschmeißen. Einen Erzmagerring, da muss ich schauen. Gesundheit und Verfassung. Dann mache ich hier Verfassung. Nein, Gesundheit weg. So. Wir haben 2 Ring der Heilung hier. Bringt es jetzt auch nicht so. Die tue ich dann rüber zum Beschi. Oder eigentlich kann man einen verkaufen. Oder 2. Weiß jetzt nicht. Geschicklichkeit wäre doch gut. So. Jetzt haben wir wieder einen Kurzbogen. Jetzt können wir auch wieder besser angreifen. Gut, der Spezialistenpfeil ist Level 16 und hat ja mehr Damage, viel mehr Damage. Sehr schön. So. Ach komm. Hallo. Blöde Steuerung. Ist festgehackt. Da haben wir noch einen. Ja, gleich am Anfang einsetzen, du blödes Teil. Noch einen, komm. Irgendwo ist doch nur einer. Da oben ist ein Anführer. Da. Gleich mal die einsetzen. Boom. So. Haben wir das auch.
Und Musik wird ein bisschen leiser. Das ist gerade ein lautes. So. So Millimeterarbeit im Optionsmenü. Bringt nichts seit Ewe. Ups. Ups. Zuerst schauen, ob Kaps an ist. So, können wir jetzt schon reiten? Ja. Also zuerst nach Allerhead und dann nach Ding. Alter Ruck. Ja. Lebt Ewe noch? Was ich gestern so mit meinem Körper gemacht habe, ist richtig gedehnt und durch das Joggen so richtig meine Nerven zersägt und so. Ah. Heute Morgen wollte ich am liebsten einfach nur schlafen und nichts machen. Sonst. Also nach dem Aufstehen einfach mal nichts machen. Hat gut geklappt. Also soll das jetzt der Part vom 7., glaube ich, ein bisschen später kommt. Ist eine harte Arbeit, wenn man erfolgreich sein will. Und deshalb. Ne, die Quest nicht. Ja. Hey, wir haben schon ein Maximum Quests. Wir müssen jetzt wohin? Aha, hier müssen wir gar nichts mehr machen. Okay. Alter Ruck. Gut. Also ich bin kein Let's Player, der die ganze Zeit um 10 Uhr den Part hochgeladen haben muss. Das tun mir auch die Fans verzeihen, das sehe ich. Aber ey, wenn mal etwas nicht kommt oder so, wartet einfach oder schaut nächsten Tag wieder rein oder am Abend rein oder sonst irgendwas. Ja, weil es eben manchmal halt einfach gar nicht so geht. Und ja. Ich kann ja verstehen, dass manchmal die YouTube-Zuschauer ein bisschen schon arg verwöhnt sind, sozusagen. Und natürlich dann ein paar brauchen, wenn sie gerade vorbeischauen. Aber eben bei mir geht es manchmal halt einfach nicht, weil ich sehr viele andere Hobbys habe und auch eben bald einen Beruf habe, bald auch im Training bin. Und ja. Ich werde mein Bestes geben, dass täglich Videos kommen. Aber kann es nicht immer versprechen. Also, Regnum wird wahrscheinlich täglich kommen. Aber nicht immer an diesem Zeitpunkt, den ich immer nehme. Am Morgens. Früher hatte ich zum Beispiel morgens früh aufgenommen und hatte dann einen Part um 10 Uhr. Momentan geht es halt jetzt momentan nicht mehr so gut, weil ich sehr, sehr stark trainiere. Und auf die Wege warte, bis die das Zimmer gestrichen hat. Und dann bin ich eigentlich so in einer Wege, wo man eine eigene Wohnung hat, wo man nicht auf die anderen irgendwie angewiesen ist, ist das so. Also einfach eine Zusammenkunft von Wohnungen nur. Keine Wohngemeinschaft, man ist nicht zusammen, aber ja, ist man einfach so. Ja, zusammen wohnt halt in einem großen Appartement und mehr nicht. Aber ich werde sicher mal schauen, ob ich Kollegen bekomme dort. Die sind auch alle in meinem La Alter und vielleicht nehmen sie auch mit mir dann nochmal ein bisschen auf oder so. Das weiß ich nicht. So, haben wir irgendwas bekommen? Ein Kurzbogen für Level 12, ja. Da vorne hätten wir noch einen. Dort, hier. Lalala, Bücherregal, ja, das können wir nehmen.
Und jetzt hier drin. So. Dann müssen wir hier irgendwas holen. Der Tadian. Da nach vorne. So, dann wäre hier irgendwas noch. Hier drin. Gut. Ja, die will auch noch was von uns. So, Quest beendet. Und hier drüben auch nochmals. So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich dann weitermache mit dem Jäger, ist klar. Mit dem Barbar ist halt momentan ein bisschen langweilig. Ich weiß meistens nicht, was ich sagen soll und was ich machen soll neben dem Leveln. Aber man sieht es eigentlich, ihr mögt es trotzdem. Ich muss dann einfach schauen, wie ich den Part am besten füllen soll. 64 plus 5. Ah, ist viel besser. Jetzt haben wir auch einen besseren Look. Das ist Magna Quest. Jetzt müssen wir wieder in die Mitte. Das ist nur ein Ausrufezeichen. Hä? Da vorne, okay. Wie kommt man jetzt hier rein? Ah, hier. So. Abgeben. Und jetzt wieder in die Mitte. Ganze Zeit in die Mitte. So. Dann haben wir hier aber noch eine Quest. Mit dem Bier. Erzmagering, den haben wir auch schon, können wir verkaufen. So, sind jetzt alle Quests, dann können wir nächstes Mal gleich wieder ein paar Quests annehmen. Oder das können wir jetzt, jetzt noch machen. Und zwar ist hier irgendwo, hier oben. Ja, hier. Wüstentür können wir machen. Und eben, das ist die Magna Quest. Aber ich schaue mal kurz, ob sie noch eine extra Quest hat, aber wahrscheinlich nicht. Oder er. Ja, ist nur Magna. Dann mal trainieren. Und zwar. Da wählt der Geist. Oder mal schauen, was noch. Training. Wäre Gesundheit. Ich brauche Waffenschaden, wie zum Beispiel hier. Geht noch lange, hä? Mal runter, Kurzbögen ist auch nichts. Ja, ist auch nur Katzenreflexe. Dann hier. Hier. Und hier. So. Da haben wir. Dann haben wir hier noch eine Quest zum Annehmen. So. Dann hier drin. Augen von Mumien, okay. Da hier drüben ist das mit den Bahnen. Und sonst nichts mehr. Da vorne haben wir noch eine. Aber es ist schon voll, also jetzt schauen wir mal nochmals. Wir müssen zu Tapik runter, das machen wir noch. Ja, geht noch. Sehr gut. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie man es machen kann, dass die Monster auf die Pets gehen. Aber ich denke, wenn man stärkere Monster hat, die mehr Damage machen, kann man das besser auch machen. Muss mal schauen, ob irgendwo ein Monster auf Gelb oder Orange ist, wenn man die zähmen kann. Aber ich glaube, man kann erst auf Blau zähmen.
Ja. Im Shop muss ich da mal schauen, weil ich habe irgendwie Probleme, dass die mir nicht zu wenig Xing-Ring geben für meinen Preis, den ich zahle, weil sie irgendwie Probleme haben. Muss mal den an die E-Mail schicken. So. Weiß nicht, Begleiter werde ich wahrscheinlich keinen kaufen, vor allem es lohnt sich nicht so, weil Stärke, 10 Punkte des Hauptattributs bei Barbar Stärke, bringt nicht so viel wie 150 HP, glaube ich. Der ist 75 für Mana, für 10 Punkte, ja, den könnten wir schon eher kaufen. Aber dann haben wir wahrscheinlich ein paar Mana-Probleme ab und zu. So, Novize des Reiches. Okay. Ah, Magna. Schaut euch mal an, man kann die Gebäude von Melaketi ansehen. Man sieht sie von hier. Sowas von hübsch. Ab wann können wir Altaruk sehen? Wahrscheinlich ab jetzt denn gleich. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Ab jetzt können wir die Gebäude auch von Altaruk sehen. So. Also dann, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.